Und damit seid wieder recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion. Wir befinden uns hier in der verbotenen Grotte im sogenannten Paradies von Mankar Kamoran. Und hier sind jede Menge Typen, die wir erstmal... Der hat sich gerade selber drum gekümmert. Der ist in seine eigene Hölle gefallen. Ist ein schönes Paradies hier übrigens. Diese armen Menschen hier, wir müssen sie retten. Aber dafür müssen wir den Meister finden und töten. Mankar Kamoran. Eine weitere Tür. Die Bänder leuchten rot auf und die Tür öffnet sich. Haut ab, ich warne euch. Vor allem er erzählt mir, ich soll abhauen? Ich glaube, das hakt, Alter. So. Wir lassen hier niemanden leben. Niemanden. Außer denen, die eh schon gequält werden, denn sie sind unschuldig. Ich frage mich, wie die überhaupt hierher gekommen sind. Könnte man mit einem Feuerdingensschutztrank hier irgendwie drin baden? Ich probiere mal gerade was. Ah! Oh! 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 Nee, da ist nichts drin, hätte der sein können. Dass da irgendwas Verstecktes ist. Da habe ich eben, glaube ich, schon jemanden schleichen gesehen. Da hinten. Wie einfach gleich nochmal die Todesmusik kommt, weißt du? Wegen ihm wahrscheinlich. Ja, ist ja gut jetzt. Wir haben es verstanden. Oh, der ging ein wenig weit. Sehr schön, betäubt der Kollege. Ja, ich hab's ja jetzt verstanden, mach meine Lie... Hallo? Ich bin bereit, euch zu helfen, wenn ihr bereit seid, meine Hilfe anzunehmen. Was? Deswegen kommt man gerade nicht schießen? Wie könnt ihr mir helfen? Niemand, der die Bande der Auserwählten trägt, kann diese Grotte verlassen. Die Türen öffnen sich nicht und es gibt keinen anderen Ausweg. Lasst mich sie abnehmen. So, jetzt. Jetzt seid ihr kein Gefangener der verbotenen Grotte mehr. Lasst mich mitkommen. Ich will euch helfen, Mankar Kamoran zu töten. Ich habe spezielle Kräfte. Okay. Ich bin Mankar Kamoran nicht gewachsen, aber vielleicht finden wir gemeinsam einen Weg, wie wir ihn besiegen können. Geht voran. Ich weiß nicht, ob wir ihm trauen können. Gut gemacht, Meister. Euer Fortschritt ist schnell und gewiss. Vielleicht könntet ihr es letztendlich mit mir aufnehmen. Ihr glaubt, ich verspotte euch? Ganz und gar nicht. In eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Ihr seid der letzte Verteidiger des dekadenten Tamriels. Ich bin die Hebamme der mythischen Morgendämmerung, des neuen Tamriels. Ich heiße euch willkommen, wenn ihr wahrhaft ein Mittler des Schicksals seid. Selbsternannte Helden, die sich mir in den Weg stellen, ermüden mich, denn letztendlich erweisen sie sich doch als unwürdig. Wir sind ihm gewachsen. Ich habe das Gefühl, dass wir schon einige gekillt haben, die wir nicht hätten killen sollen. Die nämlich gesagt haben, so von wegen, hey, warum greifst du mich an? Bei denen bin ich mir nicht so ganz sicher, dass wir die hätten töten sollen. Wir sollten vielleicht vorsichtiger sein. Ich bin mir aller... Lasst uns Mankar Kamoran... Ich bin mir bei ihm allerdings auch nicht ganz sicher, ob wir ihm trauen können. Da hinten ist was. Eine Spinne, eine Dreckspinne. Ich hasse sie. Ah, stirb. Da hinten ist noch ein Daedrot. Der uns irgendwie nicht entdeckt hat. Nee, hat uns nicht entdeckt. Die legen sich immer so gut, immer so gerne hin. Weiß auch nicht. Sind Kuscheltiere wahrscheinlich. So, jetzt ist er kaputt gegangen. So, erstmal die Spinne ausnehmen. Ah, ey, die sind so widerwärtig, diese Biester. Dagegen, da würde ich hier mit so einem, würde ich schon kuscheln.
Da oben, da geht's hoch. Das sieht nach Ausgang aus. Oder auch nicht. Ein Xivilei, glaube ich, da oben. Jetzt legt er sich erstmal hin und macht sich's gemütlich. Alter, die haben wir so abartig viel Lebensenergie. Der hat uns nicht wirklich entdeckt, glaube ich. Nee, hat er nicht. Alter, wie er einfach einstecken. Er mag gut einstecken können, aber er ist nicht sehr standfest. Er steht nicht mit beiden Beinen. Nicht mit beiden Beinen im Leben. Er liegt eher bei, besser gesagt, mit beiden Beinen im Leben sozusagen. Ich kann gar nicht mehr richtig labern, weil es schon viel zu spät zum Aufnehmen eigentlich ist. So. Erstmal hier kurz die Säcke durchwühlen. Etwas Gold. Und zwei starke Lebensenergietränke, sehr gut. Ah, stimmt, da wollte ich eigentlich noch welche mitnehmen. Aus der Bude, aber das habe ich dann verpeilt. So, von dort sind wir gekommen und da kommen wir doch bestimmt hoch. Aber hier ist, glaube ich, nichts. Sieht einfach nur schön aus. Alter, wie schnell unser Typ einfach rennt, ey. Das ist sowas von... Da musst du auch gewöhnt sein, irgendwie nach einer Weile. Wir sind der totale Hardcore-Assassine. Einerseits sind wir sauschnell und andererseits können wir so richtig schön schleichen. Oh, wir sind draußen. Ich finde die Blumen so klasse hier, die hier wachsen. Da müssen wir so viel wie möglich mitnehmen. Weil ich glaube, die werden wir nie wieder sehen, wenn wir hier raus sind. Ich denke natürlich ganz optimistisch. Wir werden 100% hier rauskommen. Zwei Wege. Einer rechts, einmal links. Da sind Typen. Ah ja. Das sieht ganz leicht nach Molag Bal aus. Ihr hattet nicht erwartet, mich noch einmal zu sehen, oder? Ihr versteht nicht, welche Macht mein Vater besitzt. Ihr glaubt, ihr könnt uns aufhalten? Schon bald wird Merunes Dagon zum ersten Mal seit dem mythischen Zeitalter wieder in Tamriel wandeln. Und die Stunde unseres Sieges wird schlagen. Kommt, mein Vater möchte euch in Karak Agaialoa begrüßen. Ah ja. Klingt einladend, aber erstmal gehe ich Blumen pflücken. Und hier hat es auch gleichzeitig noch ein wenig Flachs, den nehme ich natürlich auch noch mit. Wir nehmen alles mit, was wir in die Finger kriegen. Zumindest auf jeden Fall alles, was nicht überall wächst. Zum Beispiel diese mega geilen Mana-Blüten hier, wo ich noch nicht weiß, was sie tun. Flachs kriegen wir noch genug. Ich konzentriere mich mal auf die schönen dicken Blüten hier. So. Ich schaue hier hinten nochmal. Hatten wir? Ja. So. Oh, eine Eileitertür. Wir sind durch. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Sieht schon extrem awesome aus. Ich speichere lieber gleich nochmal. Oha. Boah, wie geil das aussieht hier drin. Ich will auch so eine Hütte.
Ich habe lange Zeit auf euch gewartet, Meister des alten Tamriel. Ihr seid der letzte Atemzug eines sterbenden Zeitalters. Euer Atem ist die schale Luft falscher. Wie wenig ihr doch versteht. Ihr könnt Fürst Dagon nicht aufhalten. Die Mauern zwischen unseren Welten stürzen ein. Mit jedem Riss im Firmament kommt die mythische Morgenröte ein Stückchen. Schon bald, sehr bald, werden die nun verschwommenen Grenzen gänzlich verschwunden sein. Tamriel und Oblivion werden wieder eins sein. Die Wiedergeburt des mythischen Fürst Dagon wird wieder über Tamriel schreiten. Die Welt soll wieder geeint werden. Das neue Zeitalter soll aus der Asche des Alten... Meine Vision wird sich verwirklichen. Schwäche wird von der Erde getilgt und Sterbliche wie Unsterbliche im Feuer der Veredelung gereiht. Mein langer Kampf mit den Septimen ist nun vorbei und die Herrschaft ist mein. Der Kaiser ist tot. Das Amulett der Könige gehört mir. Und der letzte Verteidiger des letzten zerlumpten Septims steht im Zentrum meiner Macht vor mir. Lasst uns sehen, wer letztendlich der Stärkere von uns beiden ist. Na dann komm mal ran auf den Meter, mein Freund. Ich habe Mankar Kamoran auf der Terrasse der Morgenröte gefunden. Nun muss ich ihn töten und das Amulett der Könige zurück nach Tamriel bringen. Ihr seid schwach, Tamriel. Die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet. Der Schmerz entschädigt mich. Ich werde eure Seele meinem Vater. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht unseren Kollegen treffen. Den würde ich ganz gerne am Leben lassen. Tut euer Schlimmstes. Stirb. Seid dankbar. Zeigt mir, was ihr da habt. Oh oh. Erwärmlich. Boah. Ihr wisst nichts über die wahre Macht meines Vaters. Tod dem Meister! Was ist los? Werdet ihr müde? Noch nicht. Stärke gegen Stärke. Ich fürchte den Tod nicht. Verdammt, er hat unseren Kollegen erledigt. Oder sie. Du Kleiner. Stärke gegen Stärke. Du alte Waschhure! Oh, schön, wir haben ihren Zauber reflektiert. Jetzt kommt der Meister. Moment, für den Meister haben wir noch was. Na dann mal. Boah, Alter, dieser Bogen. Boah. Alter. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anfleht. Boah, wie die Viech kaputt kriegen hier. Von jemandem wie euch wird mein Vater nie... Alter, wie der zeckt einfach, der Typ. Alter! Das Viech steht ja jedes Mal wieder neu auf. Wir müssen uns auf den Typen konzentrieren. Alter, wir müssen unbedingt... Boah, warte mal ganz kurz hier. Wir sind schon fast tot. Wurde gesagt, ich soll es auf den Hotkey legen. Warte mal. Tatsächlich funktioniert. Seid dankbar, dass ihr würdiger. Wo ist er? Da ist er. Endlich ein würdiger Gegner. Fürst Dagon wird erneut übertroffen. Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet. Ihr seid schwach wie die Götter, die ihr anfleht. Eure Rache ist bereit. Fürst Dagon wird erneut. Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon erleben werdet. Ihr kommt Gebt zu spät. Ihr wisst nichts über die wahre Macht meines Vaters. Die Zeit der Reinigung. Die Zeit der Reinigung ist nah. Streckt mich. Die Zeit der Reinigung. Ja, ich hab's ja verstanden. Ich bin gerade etwas ruhiger, weil ich konzentriere mich total auf den Kampf gerade. Wir haben ihn fast.
zu spät, na. Die werden die Reinigung bestehen. Ich werde eure Seele meinem Vater als Geschenk von jemandem wie euch. Er ist tot. Wir haben ihn erlegt. Mankar Camorans Gewand. Das Amulett der Könige. Ich habe Mankar Camoran getötet. Nach seinem Tod hat sich sein Paradies aufgelöst. Und ich fand mich mit dem Amulett der Könige in mit dem Amulett der Königin in Händen im Wolkenherrscher-Tempel wieder. Ich muss es Martin geben. God damn it! Ihr habt einen Weg zurückgefunden? Bedeutet das? Mankar Camoran ist tot. Ihr habt es geschafft. Ihr habt ihn besiegt. Dann habt ihr es. Ihr habt das Amulett der Könige? Hier, das Amulett gehört euch. Es gehört mir? Das Amulett der Könige? Wenn es wahr ist, wenn der Kaiser wirklich mein Vater ist, dann müsste ich es tragen können. Nur solche vom Blut der Septime können das Amulett der Könige tragen. Legt das Amulett an, Eure Majestät. Ja, natürlich. Worauf warte ich noch? Das ist schließlich mein Schicksal. Wir alle müssen unser Schicksal erfüllen. Nun seht ihr, ihr seid Uriels Sohn. Daran musste mich nicht erst das Amulett erinnern. Ich wusste, dass es wahr ist, seit ihr mir in Quatsch davon erzählt habt. Aber es ist eine Sache, darüber zu sprechen, dass man Kaiser wird, und eine ganz andere, tatsächlich der Kaiser zu sein. Ihr seid der Kaiser. Noch nicht. Solange nicht die Drachenfeuer im Tempel des einen wieder entfacht sind, wird Merunes Dagons Invasion weitergehen. Während ihr fort wart, schickte ich einen Boten zu Kanzler Okato. Er erwartet unsere Ankunft in der Kaiserstadt. Warum ein Treffen mit Okato? Kanzler Okato ist das Oberhaupt des Ältestenrats, der in Abwesenheit des Kaisers die Regierung führt. Ich glaube nicht, dass der Ältestenrat irgendwelche Einwände haben wird, aber wir sollten seine Autorität respektieren. Wir sollten sofort zur Kaiserstadt aufbrechen, bevor sich der Feind vom Tod Mankar Camorans erholen kann. Alter, voll die Leibgarde hier. Boah, Leute, was ein Fight, ey. Der Typ. Das war, glaube ich, bis jetzt der härteste Gegner, den wir hatten, aber es wird nicht der härteste geblieben sein. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Besten Dank. Es wird nicht der härteste Kampf bleiben. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist das für eine Blume, die wir die ganze Zeit gesammelt haben. Da müssten wir ja 10 Milliarden von hier. Ambrosia, Lebensenergie wiederherstellen. Ach, wie schön. Ambrosia ist, glaube ich, so ein Nektar der Götter, glaube ich, irgendwie. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es aber nicht genau. Nur so eine Vermutung. Wir müssen nun Richtung Kaiserstadt. Wir müssen zum Kaiserstadtpalast. Der Weißgoldturm. Ah, er folgt uns. Okay, auch gut. Sir. Alle Bürger sind im Kaiserpalast herzlich willkommen. Ich bin kein Bürger. Ich mag nur Cheeseburger. Willkommen im Kaiserpalast. Alles ist für Martins Ankunft bereit, keine Sorge. Wo ist Martin? Ich hörte, dass er schon in der Hauptstadt angekommen ist. Er ist doch da. Will? Wieso steht er draußen rum? Gehen wir weiter zum Ältesten. Ich muss mit euch sprechen. Selbstverständlich. Ach so, ja. Lasst uns zur Kammer des Ältestenrates weitergehen. Ja, du komm mit. Bis wir ihn anglotzen. Willkommen im Kaiserpalast. Wir sind in der Ältestenratkammer angekommen. Ich muss Martins Anspruch, Lord Kanzler Okato, dem Vorsitzenden des Ältestenrats, formell präsentieren. Ich habe euch erwartet. Der Ältestenrat hat in voller Stärke Martins Anspruch auf den kaiserlichen Thron sorgfältig geprüft.
Martin Septim, im Namen des Ältestenrates erkenne ich euren Anspruch auf den kaiserlichen... Kanzler Okato, die Stadt wird angegriffen. Oblivion-Tore haben sich geöffnet und Daedra sind durch die Mauern gebrochen. Die Wachen wurden überwältigt. Nur Mut, Soldat, wir haben wieder einen Kaiser. Eure Hoheit, wie lauten eure Befehle? Sollen die Wachen sich zum Palast zurückziehen? Nein. Wenn der Palast von einem Belagerungsring umschlossen wird, sind wir verloren. Wir müssen sofort zum Tempel des Einen aufbrechen. Wie ihr befehlt, Herr. Wachen, tretet an und beschützt den Kaiser. Zum Tempel des Einen. Die Kaiserstadt wird angegriffen. In der ganzen Stadt haben sich Oblivion-Tore geöffnet, aus denen Daedra strömen. Ich muss Martin sicher in den Tempel des Einen bringen, wo er die Drachenfeuer zum Schließen der Oblivion-Tore und zur Rettung der Stadt entzünden kann. Wow! Alter, wo kommen die denn auf einmal alle her? Yeah. Ich glaube, wir sollten uns lieber um Martin... Ach, Martin ist da hinten. So, der ist platt. Boah, was? Ja, das ist nur so ein Lappenschwert. Martin scheint heil zu sein. Er kann sterben. Ich mag es gar nicht, wenn Martin sterben kann. Auf geht's. Fuck, speichern. Oh, wie gut das einfach aussieht hier. Oh, Alter, wie viele? Mein Schwert dem Drachen. Jetzt ist fertig lustig hier, Kollegen. Wir müssen Martin aus... Da ist Martin. Alles klar, Martin ist gerade in... Oh, oh. Martin ist gerade noch in Sicherheit. Wo ist Martin? Dort unten. Puh. Alter, was läuft? What the f... Alles voller Daedra. Unbedingt ein Auge auf Martin halten. Der muss da hinten gerade irgendwo sein. Wo ist Martin? Hier ist Martin. Meronis Dagon ist hier. Die Barrieren zwischen der Oblivion und Hamriel sind zerstört worden. Wir können nur hoffen, Meronis Dagon irgendwie zu besiegen und ihn zurück in die Oblivion zu schicken. Vielleicht weiß Martin, was zu tun ist. Martin! Wir sind zu spät. Meronis Dagon ist hier. Die Drachenfeuer zu entfachen wird uns nicht mehr retten. Die Barrieren, die uns vor Oblivion geschützt haben, sind zerstört. Können wir ihn wieder in Vergessenheit... geraten? Also wahrscheinlich wieder ins Reich des Vergessens schicken. Ich weiß nicht, wie. Die Waffen von Sterblichen können ihn zwar verletzen, aber jetzt, da er als Person hier in Tamriel ist, können sie ihn nicht vernichten. Was ist mit dem Königsamulett? Wartet. Ja. Akatosh hat das Amulett den Sterblichen gegeben. Es enthält seine göttliche Macht. Aber wie können wir diese Macht gegen Dagon einsetzen? Das Amulett war nicht als Waffe gedacht. Ich habe eine Idee. Eine letzte Hoffnung. Ich muss zu den Drachenfeuern im Tempel des Einen gelangen. Nichts wie hin. Ihr habt doch gesagt, das ist nutzlos. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Jetzt weiß ich endlich, was mein Schicksal ist. Aber ich brauche eure Hilfe. Ich muss an Meronis Dagon irgendwie vorbeikommen. Ich bringe euch zum Tempel. Und dann übernehme ich den Rest. Geht voran, mein Freund.
Let's do it. Folgt mir. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh my god. Oh. Oh. Alter! Wir sind fast tot! Oh, gib mir schnell ein Bier! Alter Verwalter! Alter, das werden immer mehr! Ich glaube, so haben wir keine Chance! Wo ist Martin? Martin! Wir müssen irgendwie an ihm vorbeikommen. Wie kommen wir an ihm vorbei? Können wir einfach durchlatschen? Kein Problem. Alter, wie krank das Ding einfach aussieht. Feuer wird vielleicht nicht viel bringen. Frost. Martin! Ich weiß gar nicht mal genau, wo wir hin müssen. Was, da hinten? Er hat doch gesagt, wir müssen am Herun des Dagon vorbeikommen. Scheiß drauf. Lauf! Wieso komme ich nicht durch? Verdammt, hier ist eine Barriere. Alter, den kriegst du niemals down. Der hat wahrscheinlich 10 Milliarden Lebenspunkte oder sowas. Oh, wir haben keine Heilungsstrecke mehr. Scheiße, wo ist denn der gottverdammte Eingang? Da ist der Eingang. Martin und ich befinden uns im Tempel des Einen. Aber Merun des Dagon ist durch die Tempelkuppe eingedrungen und droht uns mit dem Tod. Wenn ich Martin nicht zu den Drachenfeuern bringen kann, ist alle Hoffnung verloren. Martin? Da hinten. Ich tue, was ich tun muss. Ich kann nicht bleiben, um Tamriel wieder aufzubauen. Darum werden sich andere kümmern müssen. Lebt wohl. Ihr seid mir ein guter Freund gewesen in der kurzen Zeit, in der ich euch kannte. Aber was? Doch nein. Nun muss ich gehen. Der Drache wartet. Was? 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 Kidding me? Das Amulett ist zerschmettert. Dagon besiegt. Mit dem Blut des Drachen und dem Amulett der Könige haben wir die Tore von Oblivion versiegelt. Für immer. Der letzte der Septims geht nun in die Geschichte ein. Ich gehe frohen Herzens, denn ich weiß, dass mein Opfer nicht umsonst ist. Ich nehme den Platz an der Seite meines Vaters und meiner Vorväter ein. Das dritte Zeitalter ist zu Ende und ein neues bricht heran. Die nächste Schriftrolle der Alten soll von euch geschrieben werden. Die Gestaltung der Zukunft, das Schicksal des Kaiserreichs, all dies liegt nun in euren Händen. Was ist passiert? Wo ist Martin? Ich muss ihm gratulieren. Merunes Dagon ist besiegt. Zurück nach Oblivion geworfen. Wir haben gewonnen. Martin ist weg. Tot? Wie könnt ihr da sicher sein? Wir sahen die Explosion der Tempelkuppel. Die Erscheinung von Akatoshs Offenbarung. Das war Martin.
Ja, er hat das Amulett zerbrochen. Das vereinigte Blut der Könige und Götter. Das Amulett der Könige. Die göttliche Macht Akatoshs. Und auch Martins Blut. Dann ist Martin tot. Die Tore sind aber verschlossen. Ja, für immer versiegelt. Merunes, Dagon und seinesgleichen werden Tamriel nie wieder bedrohen können. Martin ist tot, aber er starb als Kaiser und als Held, der sich an Tiber Septim messen kann. Was ist mit dem Kaiserreich? Dieser Sieg ist nicht ohne Preis. Wir haben Martin Septim verloren. Er wäre solch ein prächtiger Kaiser gewesen. Sein Opfer war notwendig, aber es hinterlässt ein Kaiserreich ohne Kaiser. Ich weiß nicht, was jetzt geschieht. Das Kaiserreich sieht schwierigen Zeiten entgegen. Wir sollten uns jetzt aber keine Sorgen um die Zukunft machen. Lasst uns einfach dankbar sein, dass wir noch leben. Wo er recht hat, hat er recht. Der Drachen wird für immer als Denkmal für das stehen, was ihr und Martin für ganz Tamriel getan habt. Meine Lieben, werte Zuschauer, es ist vollbracht. Merunes Dagon ist besiegt. Die Tore sind versiegelt. Martin ist von uns gegangen, voller Mut und Tapferkeit hat er sein Leben für unser aller Leben gegeben. Er gab sich hin für ganz Tamriel. Denn wer weiß, wie weit die Dädran noch vorgedrungen wären, hätte er sich nicht geopfert. Verlassen wir nun diesen Ort. Einen Ort der Trauer und gleichzeitig des Sieges. Boah, Leute, ich bin echt ziemlich hart geflasht gerade. Alter, meine Herren, ey. Boah. Also das Ending, ne? Es ist einfach unübertrefflich. Es ist so episch. Also, weißt du, der Kampf gegen Alduin ist scheiß dagegen. Ey, das ist so hardcore-episch gerade gewesen. Das ist nicht mehr vergleichbar mit irgendetwas anderem. Das ist der Inbegriff des Wortes episch. Verzeiht, ich störe nur ungern, aber man schickt mich, um euch um Hilfe zu bitten. Wer seid ihr? Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Ich bin Ralsa Norvalo. Mein Ehemann Gilen hat mich gebeten, euch zu suchen und um Unterstützung zu bitten. Sicher, wie kann ich helfen? Ich würde sonst nie an einen Fremden herantreten, aber es schien Gilen so dringlich. Bitte verzeiht mir meine Dreistigkeit. Nur keine Sorge, fahrt fort. Hab Dank. Gilen übertreibt gerne, aber in diesem Fall klang er sehr ernst. Was mir etwas Sorge bereitet. Er sagte, die Angelegenheit, in der er Hilfe bräuchte, sei von äußerster Dringlichkeit für die Bewohner der Kaiserstadt. Ihr sollt ihn bei Seridurs Haus treffen, das sich im Tempelbezirk befindet. Er sagte, alles Weitere erführet ihr dort. Mehr soll ich euch nicht bestellen. Keine Sorge, ich gehe. Hab Dank. Er wird sich gewiss freuen. Ich muss jetzt gehen. Gehabt euch wohl. Was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich kann doch gar nicht glauben, dass es noch ist. Dieser gigantische Dämon. Dieser Drache. Was ist passiert? Haben wir gewonnen? Wie
Wir haben gewonnen. Man versteht gerade kaum was wegen dem Gewitter. Die Neuen weinen über den Verlust von Martin. Ja, ey. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Runes Dagon ist besiegt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Ob man da irgendwie noch was looten konnte. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Weit gegrüßt. Hallo? Es ist mir eine Ehre, mit dem Meister von Cyrodiil zu sprechen. Was braucht ihr? Ein Bierchen, ey, ohne Scheiß. Lebt wohl. Statue des Avatar des Akatosh. Akatoshs Segen sei mit euch. Cool. Schwarzmarsch ist gefährlicher denn je zuvor. Viele Siedler sind verschwunden und die meisten Nicht-Argonier sind in Angst geflohen. Das Land der Argonier ist wirklich ein seltsamer Ort. Bis später. Mein Freund, wie schön, euch wiederzusehen. Ihr habt euer Leben für mich einen Fremden riskiert. Ihr seid wahrlich eines der gesegneten Kinder Arkais. Erlaubt mir als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit, ein bisschen Wissen aus den heilenden Künsten mit euch zu teilen. Oh ja, gern. Eure Wiederherstellungsfähigkeit wurde verbessert. Eure Mystikfähigkeit wurde, eure Alchemiefähigkeit oder Fertigkeit wurde verbessert. Auf Wiedersehen. Die Barden werden noch Jahre damit verbringen, Lieder zu euren Ehren zu komponieren, dass wir solche Zeiten überleben durften. Schönen Tag. Schönen Tag. Looten können wir leider nichts mehr. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass man von Merudes Dagon irgendwie die Waffe bekommt oder sowas, aber offensichtlich dann doch nicht. Ey, boah, ich muss gerade erstmal richtig hart chillen irgendwie. Wir sollen irgendwo hier drüben hin. Ich glaube, das ist die Quest, die wir jetzt gerade angenommen haben. Genau, eine Dune mehr sagte, bla bla. Mazoga, wir haben hier noch einige Questen offen. Ja, meine Lieben, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt. Ich habe jetzt ein wenig länger gemacht. Das konnte ich natürlich jetzt wirklich nicht unterbrechen. Das ging ja wirklich nicht. Es ist vollbracht. Es ist geschafft. Die Tore von Oblivion sind geschlossen. Und Merunes Dagon wurde zurück in sein Reich geschossen. Mit aller Macht von den, ja, von Akatosh war das jetzt, glaube ich, ne? Puh. Tja. Da, meine Lieben, bedanke ich mich fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Elder Scrolls for Oblivion. Und wir werden uns dann schon bald auf die Reise machen zu einem neuen fernen Ort, zu den Shivering Isles. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage an der Stelle, see ya und bis bald.